Kondomäen ist auch Revision von jeder Protagonist, Charakter, der seine Meinung nie gesagt hat. Und die Kondomäen ist auch schöner als das ewige Warten. Dass die Garderobierarbeit tatsächlich weit mehr als Warten bedeuten kann, beweist Roland Zwanziger. Er schätzt den Kontakt mit den Besuchern, das musikalische Ambiente und die Zeit während der Vorstellungen, die er auch zum Sprachenlernen nutzt. Einerseits ist der Umgang mit Leuten und zweitens hat man ja immer diese Hintergrundmusik. Es geht zwar nicht immer in die Vorstellung hinein, obwohl ich natürlich bei so vielen Vorstellungen auch ihre Opa kenne, aber ich habe immer die schöne Musik und man kann ja sehr viel machen. Zum Beispiel lange Opern sind mir am liebsten, weil da habe ich 1,5 Stunden Pause, zum Beispiel beim Wagner, der Akt 90 Minuten dauert. Und in der Zeit kann ich was machen für mich, weil von der Garderobe kann ich ja nicht machen. In der Zwischenzeit studiere ich und mache irgendwelche Sachen, also das ist ein ganz angenehm. Morgen kommt Secondo Me in die österreichischen Kinos. Adel Kuzuljok, der